von der ersten Minute an sehr präsent. Ich denke auch, wie wir es 1-0 gemacht haben, dass wir uns das vorgenommen haben, immer wieder im richtigen Moment situativ einfach den Gegner unter Druck zu setzen. Das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Man hat dann nach dem 1-0 gemerkt, wenn man Gladbach ein bisschen Raum lässt, wie gut sie Fußball spielen können. Da haben wir natürlich im richtigen Moment das 2-0 gemacht. Ich denke, alles in allem war es für uns ein verdienter Sieg. Vor allem haben wir einfach nicht nur als Mannschaft sehr gut funktioniert, sondern wir haben auch versucht, Fußball zu spielen. Das ist, war, denke ich, ein sehr, sehr guter Auftritt und sind natürlich froh, dass wir heute 3 Punkte hier einfahren konnten, weil uns das in Köln sehr, sehr geschmerzt hat, dass wir da nicht gewinnen konnten. Ich denke, es ist ein gutes Wochenende für uns. Mehr auch nicht. Von meiner Seite, Lucien, viel Erfolg vor allem für die Woche, für die Champions League. Drücke ich euch die Daumen. Und wir hatten bei beiden das Gefühl, erstmal, dass sie so weit sind. Die 2 Wochen Länderspielpause haben gerade beide sehr, sehr gut genutzt, haben sehr intensiv gearbeitet, haben aber auch die nötige Pause gehabt. Und bei Pierre haben wir gesagt gehabt, er ist auf einem guten Weg. Hat sich damit belohnt und für Nico war das natürlich auch ein sehr wichtiges Tor, einfach hat sehr gut für die Mannschaft gearbeitet. Denke, das Tor war so typisch für ihn, weil er einfach einen guten Tiefengang hat und das war das, was wir uns gerade in der zweiten Halbzeit natürlich gegen Gladbach vorgenommen haben, weil wir, denke ich, in der Schnelligkeit Vorteile hatten, gerade mit Nico, mit Ivo, und das hat er sehr, sehr gut gemacht.